Es war etwa 21 Uhr am Abend, als zunächst ein heftiger Knall und dann ein Rauschen und Grollen die Menschen am Niederrhein in Schrecken versetzte. Der Grund ein für die Region heftiges Erdbeben der Stärke 4,4. Bis zu einem Umkreis von 200 Kilometern war dieses Beben noch zu spüren, also bis ins Ruhrgebiet und bis in die Niederlande. Überall gingen bei Feuerwehr und Polizei Notrufe ein, weil die Menschen es hier einfach nicht zuordnen können. Wie die Menschen hier in Bocholt das Erdbeben erlebt haben, dazu habe ich Sie jetzt hier vor dem historischen Rathaus in Bocholt befragt. Ja, wir haben am ersten Moment gedacht, was das wohl ist. Wir waren bei meinem Bruder in der Wohnung, haben Fernsehen geschaut und gegen 21 Uhr ist es dann eben so gewesen. Und wir dachten erst, dass irgendjemand da über den Flur rennt und ja, die Vitrine hat ein bisschen gewackelt. Und nach circa 10 bis 15 Sekunden war es dann auch schon wieder vorbei. Und danach Facebook, wenn man da reingeschaut hat, haben halt viele Leute gepostet direkt, dass ob es ein Erdbeben war oder nicht, weil sich eben halt keiner sicher war, weil es sowas in Bocholt halt seltener gibt. Ich habe im ersten Moment gedacht, es sitzt eine Maus in unserer Glasvitrine, weil es so gerappelt hat. Vom Boden her habe ich nichts bemerkt, aber in der Vitrine hat alles an Glas sich bewegt. In Rede. Ja, das war so gegen kurz nach 9, 21 Uhr, ja, da saß ich am Fernsehen gucken. Als wenn so ein Zug durch die Wohnung fährt, das Haus war ein bisschen am Wackeln. Der Schrank war am Wackeln, die Geschirr ein ganz bisschen, da war so 5 bis 10 Sekunden. Der Hund zog die Ohren am Nacken, ja, dann denkt man, im ersten Moment denkt man an kein Erdbeben, dann denkst du, der Flugzeug, egal was, aber dann denkst du, er kann auch nicht. Ja, da war schon heftig, wo du gar nicht mit rechnen konntest. Ja, dann haben wir sofort die Schwiegermutter angerufen, hatten wir drauf, wie ein Wesen. Ja, und dann kennt man normal nicht so, aber so alle 15, 20 Jahre kriegen wir wohl auch so ein Ding mal mit. Ja. Ich habe gedacht, also das kann nicht sein. In Bocholt gibt es sowas nicht. Mein Mann sagte aber doch, es muss ein Erdbeben gewesen sein. Und dann habe ich nur gelacht und dann haben wir hinterher Fernsehen gesehen und da haben wir dann bestätigt bekommen, dass in den Nachrichten, also dass es wohl doch leider so war. Aufgrund dessen haben wir eine SMS einen Freund von uns geschickt, der in Goch lebt. Und er erzählte dann, dass seine Kinder also und er nach draußen gelaufen sind und die Leute auf der Straße gestanden haben und ganz hysterisch waren und alle sehr unsicher auch sind. Aber ja, es muss wohl im Goch also richtig, ja, komisch gewesen sein. Ja, im ersten Moment, wir waren im Caravan, haben wir gelegen, nicht wahr, in den Niederlanden. Und auf einmal schüttelte unser ganzer Wagen zusammen, nicht wahr, und da sagt meine Frau, da ist einer draußen, ne? Und da bin ich mit der Taschenlampe rausgerannt, nicht wahr, und habe geguckt, aber da war keiner draußen, der an dem Wagen gerüttelt hat, nicht wahr. Und jetzt heute Morgen hatten wir gehört gehabt, dass ein Erdbeben gewesen sein soll, das sagte uns eine Länderin. Und da haben wir also dementsprechend gesagt, meine Frau sagte, das kann überhaupt nicht sein. Da, nicht wahr? Und dann ist es aber tatsächlich so, sie sind ja jetzt hier und tun dementsprechend nachhören, wie wir das erlebt haben, nicht wahr? Und ich sage ja, der ganze Wagen ist so durcheinander geschüttelt worden, nicht wahr? Das war richtig unheimlich. Ne? Thomas Dangelder für Deutschland aktuell.